Herzlich willkommen, meine lieben Hexen und Zauberer, zu meiner nächsten Hogwarts Legacy Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. So, ich habe mich mal wieder umgestylt. Ich habe gerade eben erst den Hut entdeckt in meinem Repertoire und finde den eigentlich ganz nett. Der passt ganz gut. Und ewig mit dieser Maske rumlaufen ist ja dann auch irgendwie etwas langweilig. So, meine Lieben, wir machen heute mal die Nebenmissionen. Wir haben nämlich da noch ein paar gefunden. Nicht viele, aber ein paar. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also wir haben ja schon eine Folge gemacht, wo wir ja, versucht haben, dieses Rätsel zu lösen. Jetzt habe ich allerdings eine Quest bekommen, die uns genau hier hinführt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das eventuell ein Bug war. Wir werden jetzt erstmal mit dem seltenen Vogel anfangen und dann die Rettung von Rokoko und dann erstmal flüchtige Begegnung machen. Und am Schluss schauen wir uns nochmal diese Höhle an, wo der Hippogreif unter diesen Flammentöpfen als Statue steht. Das habe ich nämlich immer noch nicht so ganz kapiert. Ob wir das dann lösen, wird sich herausstellen. Wir fangen an mit seltener Vogel. Wenn wir noch Nebenmissionen unterwegs finden, nehmen wir sie an. Aber jetzt machen wir erstmal die vier und ich wünsche euch viel Spaß. Entschuldigung, los geht's. So, seltener Vogel, gehe nachts in den Dirikavelbau. Okay, der wird uns auf der Karte angezeigt. Wir sind immer noch nicht 40, es ist unfassbar. Aber wir kriegen natürlich jetzt auch nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Das ist etwas blöd. Ich wäre eigentlich schon noch gern 40 geworden. Aber nicht mit dem Lösen von 1000 Merlins Rätseln. So, also, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Okay, ich habe mir letztens mal alle Flohpulver, Portale geholt, dass wir uns jetzt schneller bewegen können. Und jetzt schauen wir da mal hin und schnappen uns hoffentlich den seltenen Vogel. Was ist denn los jetzt? Mann, Mann, Mann. Hogwarts Legacy hat ja jetzt letztens einen größeren Patch rausgebracht. Nein, leider kein neuer Content. Das hätte ich mir auch erhofft, aber letztendlich machen sie es genau richtig. Sie versuchen jetzt die PC-Performance in den Griff zu kriegen und es sind wohl etliche Bugfixe rausgekommen. Sie empfehlen den neuesten Nvidia-Treiber. Also für Nvidia, für die Nvidia-Treiber oder Grafikkartenbesitzer unter euch, ich habe den nicht installiert. Ich hatte den vor dem Patch installiert, der hat alles noch schlechter gemacht, es hat noch mehr geruckelt, es war furchtbar. Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell den 548.24 und ich glaube, dass der neueste irgendwie 548.4647 oder so ist. Sie sagen am Anfang, wenn wir Hogwarts Legacy starten, dass wir diesen Treiber installieren sollen, aber ihr müsst es nicht. Also ich habe hier, wie gesagt, den älteren Treiber, den .24, und ich finde, dass der besser ist, dass der besser läuft. Ja, und sofern alles funktioniert, sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, dass wir den neuesten Treiber installieren. Wie gesagt, never change a running system. Ja, so, jetzt bin ich gespannt, ob wir diesen Vogel uns sichern können. Das ist der Derek Hall-Bau. Ja, aber Miss Moffat sagte, Guanaira taucht nur nachts auf. Ah ja, okay, das ist ja kein Problem. Das können wir ja machen. Gut, dann können wir auf jeden Fall schon mal hinlaufen. Ach so, das wird wieder witzig. Okay, pass auf, dann müssen wir auf jeden Fall uns schon mal den Koffer ausrüsten. Unseren Schnappsack. Dann möchte ich mich unsichtbar machen. Dann werden wir Arresto Momentum auf jeden Fall nehmen. Den haben wir schon drin, das ist gut. Und unsichtbar möchte ich auch sein. So. Okay. Gehen wir mal nicht zu nah. Nicht, dass das Vögelchen dann wieder wegfliegt. So.
So, okay, wir ändern die Tageszeit mit M und mit F und drücken Space. Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenaira? So, dann machen wir uns unsichtbar. Und schauen wir mal. Na, super. Ist das... Ach, da ist er, oder? Nee, wo ist er? Wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Hey, komm mal her. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ach, ist ein Moment so. Ah, ist ja ganz easy. Ah, nicht easy. Bleib ganz ruhig. Bleib da. Ich werde dir nichts tun. Bleib halt. Nein, nicht der. Oh. Oh. Eins, zwei, drei und vier. Yes. Hammern. Oder? Ich hab sie. Yes. Das muss ich Miss Moffat sagen. Sehr schön. Und 30 Erfahrungspunkte bloß. So wenig. Okay, dann gehen wir ab. Na? Hui. Eigentlich möchte ich ihr den nicht geben, den Vogel. Wenn die da wieder die Federn rupft. Sowas unterstütze ich eigentlich überhaupt nicht. Mal gucken, ob wir eine Wahl hätten. Haben. Oh, hallo. Schon Glück mit Gwenaira gehabt? Jo. Miss Moffat, ich habe Gwenaira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Nee, es war einfach. Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Ich behalte sie. Ich glaube, bei mir ist sie besser aufgehoben. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Mhm, genau deswegen. Oh, was für eine Frechheit. Mhm. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Tja, Pech gehabt. Das ist Federdiebstahl. Nee. Ich hoffe, sie hacken die Augen auf. Ich tue was für den Tierschutz. Das wirst du irgendwann auch verstehen. So, hervorragend. 180 Erfahrungspunkte. So, und wir können dann diesen schönen Vogel natürlich in unser Naturbiom friedlich freilassen. Gut, dann nächste Mission. Rettung von Rokoko. Okay, Henriettas... Ah, Moment. Henriettas Versteck. Henriettas Versteck. Mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, ja, dahin. Wo sonst? Oh nee, schon wieder da rein. Jetzt war ich da schon zum fünften Mal drin. Ah, dann haben wir kein Flohpulver. Ich habe auch keine, ich müsste noch zwei berüchtigte Gegner finden und ich finde keine. Keine Ahnung. Ich habe letztens eine Kampfarena nochmal gemacht, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie einen berüchtigten Gegner bekomme, aber da kam nichts. Somit könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob die irgendwo spawnen, ob es da einen gewissen Spawnpunkt gibt, wo man dann auch alle findet, um den Erfolg zu bekommen. Das wäre mal ganz toll, wenn ihr das mir in die Kommentare schreiben würdet. Würde ich mich sehr freuen. So. Hoch. Gas. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Hui.
Sie haben angeblich mit dem jetzigen aktuellen großen Patch auch die Besensteuerung verbessert. Ich kann da jetzt nicht so viel bemerken. Ich komme mit der aber mittlerweile ganz gut klar. Und ja, finde das eigentlich ganz in Ordnung. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Ich habe schon unverzeihliche Flüche eingesetzt. Platz hier! Ich treffe den nie. Komm, trink! Bombarda! Hoffe, du bist ein Tierwesen. Mehr? Schütze. Platz hier! Defendo! Ach komm! Bombarda! Du hast ihn verletzt, ich glaube auch. Das war ein Skill hier, das ist Skill. Shit. So, jetzt aber. Bam. Bam. In your face. Oh. Du bist so laut wie ein Troll. Nirgends mehr verstecken. Oh, ich hab keinen lila Zauber gerade. Ja, ja, komm. Komm zurück, oder ich mach Lammbraten auf dir. So, kämpf mal hier gegen den. Ganz schön laut. Warum ist sie schon wieder so laut? Unfassbar. Kozio. Da knickst du zusammen, gell? So. Warum war das jetzt gerade so laut? Entschuldigt bitte. So, betritt Henriette das Versteck. Zum 528.000. Male jetzt schon. Jetzt haben wir da wieder lauter Gegner. Mal gucken. Ich hoffe, die Erschwinderinnen haben Rococo nichts angetan. Wenn wir tausend Sachen hier machen. So, warte mal. Ich kämpfe mit dem hier. Das finde ich cool. Ja. Komisch, jetzt sind die Dinger da. Das letzte Mal hat der linke Würfel gefehlt. Naja, gut, wurscht. Das hier. Schätze! Oh. Dieser Niffler hinterlässt keine unauffällige Spur. So, wir machen wir alle schnell und schmerzlos. Ich werde dir das Leben nehmen. Hey, wieso ging es nicht? Expulso! Rook und verliere nicht mehr mal. Bombarda! Kobold-Helm geklaut! Arresto, Moment! Regioso! Expulso! Ach, shit! Hey, wieso geht es nicht? Expulso! Au! Oh. Ach, den immer, den. Ich vergesse ihn immer. Etza. Bam! Da guckst du, ne? So, dich mache ich diesmal nicht kaputt. Ja, 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 das mit den Flammenschalen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Brauche mich schon gar nichts mehr machen. So, also, finde Rococo. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen in diese Richtung. Mehr Schätze. Rococo muss hier gewesen sein. Ja, warte mal, natürlich. Rebellion. Wir müssen nach den... Ja, klar.
Natürlich. Moment mal, wo? Wo ist der? Bleib mal bei dem jetzt. Nee, hier nicht. Sind wir lang? Wieso hat der. Wieso geht der auf den Korb? Was für ein Schmarrn. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Akku brauche ich. Dann nehmen wir den auch mal mit. Akku! Legatio Legion! Diese Münzen müssen von Miss Coffee Sniffler stammen. Ja, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Revelio. Alright. Machen wir schnell und schmerzlos. Kozio. Avanzica. Jetzt haben wir den. Schade, dass das niemand gesehen hat. Okay, wir müssen hier links runter. Warum ist es so laut? Das war vorher auch nicht so laut. Warte mal, verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das so laut? Ich habe das doch runtergeregelt. Was ist denn da los? Ja, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Dieser Niffler ist ein Fuchs. Ah, da ist er. Warte mal. Revelio. Eieiei. Eine Goldgrube. Ui, 31 jeweils. Das ist ja krass. Ah, jetzt bist du da. Bleib mal da, bitte. Da bleiben. Ach, jetzt habe ich das wieder nicht ausgerüstet. Komm, da bleiben. Arresto Moment. Okay. Tschüss. So. Gerettet. Ich sollte zu Miss Coffee zurück. So, jetzt jetzt bleiben wir hier, weil wir haben ja noch, da werden wir jetzt mal kurz umswitchen. Wir haben ja die andere Quest auch noch. Ich hab hier es nicht, echt. Finde den Schatz. Ja, welchen Schatz denn? Da ist nix. Da werde ich mich jetzt aber nicht zu lange mit aufhalten. Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich es hinkrieg. Und wenn es dann nicht ist, dann soll es halt nicht sein. Bombarda! Nein! Oh. Voll Depp. Revelio! Ich weiß halt nicht mehr, wo wir hier überall noch gucken müssen. Wo wir da überhaupt noch gucken müssen. Ja,
Jetzt Moment mal, wir schauen uns nochmal das an, was wir an Zeichnungen haben. Ich finde das doof, diese Zeichnung. Bei den Füßen, also bei den Krallen, haben wir keine. Und der ist so, der ist, steht so nicht da. Wir gehen jetzt nochmal zu der Statue zurück. Ich glaube, dass wir da einfach das noch nicht richtig gemacht haben. Alles andere wüsste ich jetzt nicht, wo wir da noch irgendwas vergessen haben. Ich habe eigentlich alles gemacht. Revelio. Accio. Regalium Leviosa. So, hier war die Statue. Ja, und da weiß ich halt nicht. Wenn wir jetzt die Hufen uns anschauen auf der Zeichnung, dann haben wir hier jeweils keine brennenden Feuer-Dings. Wisst schon. Keine brennenden Feuertöpfe, sage ich jetzt einfach mal. Also, wenn wir hier keine haben, dann müssen die beiden brennen. Die brennen. Und dann rechts, gut, wenn wir es natürlich so sehen, rechts müsste die auch brennen, dann nicht, dann wieder schon, dann wieder nicht. Also, auch mal gucken. So, und jetzt, der steht nämlich ganz anders. Aber bei den Hufen wäre hier frei und hier frei. Dann müssen die beiden brennen. Dann ist... Die beiden da sind. Ich weiß nicht, ob es stimmt. So doof gemacht hier. Bei den Flügeln. Wo ist denn der Flügel? Kapiere ich nicht. Zwei müssen... Beim rechten Flügel müssen zwei brennen. Beim rechten Flügel müssen zwei brennen und die brennen nicht. Naja, aber wenn das die Hufe ist, dann müsste der brennen. Was haben wir denn hier? Nicht, dass ich das Ding jetzt aus Versehen zerstöre. Konfringo! So. Mich geht das jetzt nicht kaputt. Okay. Meinst du, ich kann mir das mal merken? Mal das gleiche Foto. Aber mein Handy nicht da. Super. Zwei, dann zwei frei und oben abwechselnd. Zwei, dann darf der nicht brennen. Der aber wieder schon. Und dann ist kaputt. Ach komm. Das ist ein
So ein Krampf. Pierdesnecht. Komisches Rätsel hier. Jetzt haben wir allerdings, es dürfen ja nur 4 brennen. Der nicht. So, ich mach's jetzt mal so, wie ich meine. Die nicht, die schon. Confringo. Der nicht. Glacio. Der schon. Confringo. So, aber jetzt brennen 5. Das ist verkehrt. Der nicht, normal. 2 müssen rechts brennen. Glacio. Der darf nicht brennen. Der auch nicht. Der aber schon. Nee, also ich kapiere das nicht. Ich bin zu doof für dieses Rätsel. Keine Ahnung. Revelio. Zeigt uns hier auch nichts an. Helft mir! Dieses Rätsel kapiere ich einfach nicht. Will ich nicht. Ein letztes Mal. Ach so, das bedeutet, dass wir mit Eis die Kohlenpfannen sozusagen löschen können. Das bedeutet das. Also wir müssen uns immer wählen zwischen Feuer und Eis. Der Kopf brennt. Ja, aber das ist hier so leicht. Der Kopf brennt und die Flügel auch. Und wie soll ich das deuten, wenn da der Kopf ist? Der Kopf brennt, das wäre die. Und die Flügel auch. Das stimmt aber allerdings dann. Stimmt doch. 2. Der Kopf ist dies hier. Das nicht. Ja. Sorry, weiß ich nicht. Kapiere ich nicht. Ist mir zu hoch. So, egal. Diese Quest werde ich nicht lösen können. Oder muss ein Guide mir angucken, aber das will ich eigentlich nicht. So, egal. Wir machen flüchtige Begegnung. Finde die Höhle des Flüchtigen. Ich glaube, die war im verbotenen Wald. Kommen wir da so raus? Nee, kommen wir nicht. Also hoch. Schade. Was auch doof ist, dass wir, wenn wir da schon mal drin waren, dass wir außerhalb, wenn uns das einfach nicht gelingt, dieses Rätsel zu lösen, dass wir das nicht resetten können, irgendwie hier am Eingang. Das wäre manchmal doch ein bisschen leichter. So, dann sagt er uns, Henry hat das Versteck, jetzt sagt er uns 1 von 1. Keine Ahnung. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen in den verbotenen Wald. Jawohl. Hier hin. So, ich würde sagen, wir tun mal wieder mit Wolkenschwinge fliegen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht.
Flieg, Wolkenschwinge! Flieg! So, flieg, aber flieg richtig. Wo müssen wir denn hin? Ach, war schon hier? Okay. Von einem Einhorn sind. Stell dir nur vor. Klaxio! Gepinkt! Wehe, wenn das ein Trick ist. Was in Merlin? Ich hab was gehört. Konfringo! Bombarde! Was hast du getan? Protego! Was hast du getan? Ja, ertappt! Du trägst dich. Klaxio! Gepinkt! Stufe! Konfringo! Bombarde! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Ui, sehr schön. Eine weitere Karte. Finde die Höhle. Ui, müssen wir da runter? Okay. Binnen! Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Klaxio! Konfringo! Bombarda! Klaxio! Defindo! Konfringo! Protego! Arresto Momento! Levioso! Aua! Wow, wow, wow. Accio. Levioso. Du. Defindo. Claudio. Pompada. Du, du, du. So. Oh. Machen wir mal das hier. Gehen wir mal auf Nummer sicher. So, warum sagt er uns jetzt hier wieder gepunktet? Finde die Höhle des Flüchtigen. Müssen wir da rum oder was? Nee. Hä? Erst sagt er da rein, dann wieder da raus. Kann sich auch nicht entscheiden. Hilf mir mal ein bisschen hier. Mag's nicht? Okay. Was hat er denn jetzt gemacht? Achso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Contringo! Cozio! Uiuiui, sind hier viel. Achso, das sind die Kleinen. Komm, nimm. Lazio! Schnell raus hier. Oh, links. Okay, hier müssen wir rein. Bin ich denn hier? Revelio.
Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Kommt der Riesenspinne wetten? Ja. Boah, ätzend schaust du aus. Das ist also der Flüchtige. Machen wir es spannend oder machen wir es langweilig? Machen wir es spannend. Lazio! Oh, der Level 40. Komm, wir geben dir mal ein bisschen hier Kohlköpfe. Lazio! Defendo! Contringo! Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Ja, das war keine Herausforderung. Wir sind einfach zu stark. Bring das Erbstück zurück zu Edgar. Wo ist denn das Erbstück? Revelio. Wo ist denn das Erbstück? Haben wir das schon? Höchstwahrscheinlich. Können wir hier Besen nehmen? Jo, sehr schön. Hätte man auch direkt von oben reinfliegen können. Okay. Ah, Besensteuerung ist super. Ups, und voll gegen den Felsen. Hoch. Ah, schade. Es ist irgendwie schade, dass wir über Hogsmeade nicht irgendwie mit dem Besen heizen können. Mitten durch. So, war der am Bahnhof? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann also doch nicht betreten? Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, komm, das geben wir immer umsonst. Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Was verkaufen Sie hier? Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Ah, ich fülle immer gern meine Vorräte auf. War mir ein Vergnügen. Hier wäre auch praktisch, wenn wir einen Button hätten, wo wir gleich alles, wo wir vielleicht die Sachen markieren könnten und dann alles verkaufen könnten. Das ist ein bisschen umständlich. Oder können wir das sogar markieren? Nee, können wir nicht markieren. Nee. Na, komm.
Das tue ich nicht identifizieren. Das ist blau. Brauche ich nicht. So, 46.000. Wow. Ach, danke für den Versuch. So. Ich habe mich gefreut, Geschäfte zu machen. Noch 3 Nebenaufträge. Oh Mann, ich sehe es kommen. Wir werden Level 40 mit Rätseleinlagen wahrscheinlich erst erreichen können. So. Ach so, wir müssen ja den auch noch abgeben. Ach, Schmarrn. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. So, jetzt das noch. Hier. Mein armer Rokoko. Miss Coffee, ich hab ihr Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rokoko? Kann ich ihn zurückhaben? Selbstverständlich. Er wird sich bestimmt freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker, mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Von nun an führe ich Rokoko an der Leine, wenn wir rausgehen. Hm. So. 2 noch. 2 noch. Ja. Mist. Mist, Mist. Sage ich da nur. So ein blöd Kack-Quest. Das heißt aber, wir haben trotzdem noch eine zu tun. Aber wo ist die? Wo ist die letzte Quest? Wo ist die letzte Quest? Und wo sind die berüchtigten Gegner? Ja, das sieht nicht gut aus. Ich finde keine mehr. Dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch ein Merlins Rätsel. Das habe ich zwar auch schon voll. Also den Erfolg. Entschuldigung. Komm, wo gehen wir hin? Wir gehen... Hier hin. Machen wir das noch. Und dann, ja. Dann weiß ich, was ich in den nächsten Folgen zu tun habe, dass ich wahrscheinlich alle Merlins Rätsel lösen muss, um irgendwo an mein Level Up zu 40 zu kommen. Vielleicht langt uns jetzt diese Erfahrung hier aus, dass wir
dass wir zumindest 39 werden. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Okay, wir müssen auf die... Hä? Ach so, der zählt mit. Okay, alles klar. Ja, ist ja easy. Ach so, wir müssen... Oh. Oh, wir müssen noch darüber. Muss ich erst auf die Kiste springen? Tatsächlich. Immer noch nicht. Was? Was denn noch? Oh. Was denn noch? Wo ist denn da noch was? Hä? Verdammt, da kommen wir nicht mehr hoch. Können wir auch mit dem Besen oder geht das da nicht? Ja. Moment mal. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben doch nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Kapiert er das? Ich kapiere das nicht. Haben wir die richtige Reihenfolge? Nein. Irgendwas habe ich vergessen. So ein Krampf. Ist doch nix. Müssen wir mit dem vielleicht anfangen? Ja, aber wenn ich... Ja, aber da komme ich ja nicht rüber. Doch, kommen wir da rüber. Kann nicht sein. War noch nie, dass wir da irgendeine Reihenfolge einhalten mussten. Ach Gott. Ah! Da ist er, der Stein. Den brauchen wir noch. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Das war's. So, 39. Komm schon. Nein? Nix? Haben wir jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen? Hä? Haben wir jetzt da keine Erfahrungspunkte bekommen? Das kann doch nicht sein.
Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ach Gott, da brauchen wir Flippingo. Ja, komm, das machen wir noch. Eins, zwei, drei. Okay, Flippingo. Fangen wir mal mit dem an. Okay, den müssen wir... Moment. Den müssen wir... Defendo! Moment mal. Den müssen wir so... Hä? Ah. Okay. Den muss ich jetzt einmal so drehen und... Warte mal. Manchmal habe ich einen Denkfehler. Warte mal, will man den so drehen und dann muss ich ihn... So drehen. Ach, verdammt. Moment. Ach ne, und jetzt einmal noch so. Jetzt. Einmal. Dann. Wo haben wir dieses Zeichen? Vogel. Dreieck. Okay, dann ist der unten drunter wahrscheinlich. Nö, ist er nicht. Wir können. Dann müssen wir das hier. So, und das letzte. Oh, was ist denn da hinten? Wir werden schon wieder abgelenkt. Revelio. Ach, wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Diesmal nicht. Da haben wir das. Ah. Okay, dann müssen wir den jetzt... Moment. Ach nee. Ist ja falsch jetzt. Einmal noch von der anderen Seite. Oh. Ah. Oh, was war denn das? Komm ich nicht hin. Besser. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So, jetzt komm, Level up. Los. Gib's mir. Wir bekommen da keine Erfahrungspunkte. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist ja krass. Dann müssen wir es über die Gegner machen. Dann hilft es nichts. Ich möchte dieses blöde Level up jetzt haben. Dann werden wir uns jetzt einfach... Ach, was mache ich denn? Nächst beste Gegner holen. Ich will dieses Level up haben. Hier.
wollen. Red Rock ist tot. Recht unseren Anführer. Ich werde dich tun. Protego. Lazio. Defendo. Mach sie alle platt. Confringo. Komm rein. Lazio. Ja, das geht ja nicht. Crucio. Haben wir jetzt da Erfahrung bekommen? Nee. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht und deshalb ist mir das jetzt auch zu doof. Ruhe. Sehr schön. Revelio. Fiese Unholde. Okay, dann soll es nicht so sein. Dann werden wir noch mehr Folgen von Hogwarts Legacy haben. Hat auch was Gutes. Bei diesem wunderschönen Sternenhimmel verabschiede ich mich von euch. Es war eine lange Folge, ja, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz bleibt es einfach ein wunderschönes Spiel. Und da kann man ja eigentlich nicht genug davon haben. Ich wünsche euch eine schöne Nacht jetzt. Es wird Zeit. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Dann kommen wieder neue Folgen von Hogwarts Legacy online. Wir werden mal gucken, wie wir die 40 am besten, am schnellsten, am schönsten erreichen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.